Sehr geehrte Damen und Herren, Freundinnen und Freunde des Neiyangong. Ich begrüße Sie und heiße Sie willkommen, mit mir zusammen Neiyangong, innennährendes Qigong, zu praktizieren. Das Neiyangong ist eines der traditionellen Übungssysteme Chinas, die mit guter Wirksamkeit belegt sind. In früheren Zeiten wurde es einzig in der Form der mündlichen Unterweisung weitergegeben. Mein Vater Liu Guizhen begann das Neiyangong klinisch anzuwenden. Er gründete die erste medizinische Einrichtung in China, die speziell mit Qigong behandelte, das Qigong-Sanatorium von Beidaihe, welches heute Krankenhaus für medizinisches Qigong der Provinz Hebei heißt. Neiyangong kann auf eine 50-jährige klinische Anwendung zurückblicken. Verschiedene wissenschaftliche Forschungen bestätigen die positiven Ergebnisse. Bei der Vorbeugung und Heilung von Krankheiten, wie auch in der Gesunderhaltung, hat es einen herausragenden Einfluss und eine gesicherte therapeutische Wirkung. Dazu kommt, dass es durch laufende klinische Anwendung und die damit gewonnene Erfahrung weiterentwickelt und vervollkommnet wird. Neiyangong wird in drei Stufen, Grund-, Mittel- und Oberstufe, eingeteilt. In jeder dieser Stufen unterscheidet man stille und bewegte Übungen, zwei verschiedene Arten des Qigong-Übens. Heute wollen wir vom Neiyangong, innennährendes Qigong, die bewegten Übungen der Mittelstufe üben. Wandle Muskeln und Sehnen und bewege das Qi, heißen sie. Ich heiße Sie alle willkommen, mit mir zusammen die wunderschönen Bewegungen des Neiyangong zu entdecken.